Hey meine Lieben, hier ist Fettmiri von fettspielen.de und es gibt ein neues MSP-Thema und das heißt Arabian Prom. Ja? Also es wird orientalisch heute und wir werden das heute zusammen entdecken. Ich würde vorschlagen, ich fange einfach mal an. Ihr solltet ja letzte Woche unter das Monkey Bay Let's Play kommentieren. 001 Captain Miri hieß das und da habe ich mir ein paar Leute rausgesucht und zwar als erstes kommt Rebel Girl 4 dran. Ja, die wollte nämlich eine FA und ein Wunschlistengeschenk. Und das neue Thema erkunden wir immer so ein bisschen zwischendurch. Ja, ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage, Rebel Girl 4. Und ein Wunschlistengeschenk gibt es auch noch. Was schenke ich dir dann Schönes? Ich schenke dir diese Ohrringe. Ja, die bekommst du von mir, Heavy Diamonds. Das, hoffentlich sind die nicht so schwer an den Ohren. Und dann, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt mal das Shopping Center besuchen und mir einen neuen Look machen, oder? Was meint ihr? Es ist ja Donnerstag, da gibt es auch immer noch gleich einen neuen Look, wenn es ein neues Thema rauskommt. Und dazu ziehe ich mich erstmal aus. So, jetzt darf ich mich auch selbst... Oh, ich habe ja hier noch die Hälfte an Sportsachen unter meinem Cosplay-Outfit. Das habe ich ja gar nicht bemerkt. Naja, gut. Also, schau mal. Hier, was gibt's da? Da gibt es auf jeden Fall eine neue Frisur. Oh, was hat das denn mit arabischer Nacht zu tun? Das ist ja mit arabischem Promi. Das hier finde ich ganz schön. Das ist ja eher so ein bisschen, ja, so ein, wie nennt man das? Das hat doch, Kostüm heißt das doch. Ja, man hat ein Kostüm an, genau. Hier gucken wir mal da. Das hat sie jetzt alles übereinander. Die Frisur finde ich schon mal nicht schlecht. Die nehme ich jetzt auch erstmal. Die stelle ich erstmal nach meinen Wünschen ein. So, was nehmen wir denn da noch? Braun? Ja, das ist doch gut, die Haarfarbe. Na, das ist mir hier zu gelb. Das darf nicht ganz so gelb sein. Was habe ich denn da immer für eine Haarfarbe? Oh, ich weiß nicht, was ich für eine Haarfarbe habe. Ich glaube, die hier. Ja, gut, das passt auf jeden Fall. Und die Krone wird weiß. So, nehmen wir erstmal das hier. Die Kette da oben, die kann weg. Die möchte ich nicht. Was gibt es denn hier noch Tolles? Was ist das hier? Seht mal, so ein cooler Fußschmuck. Das sieht auch schön aus, finde ich. Aber ich muss natürlich erstmal ein Outfit finden. Die dritte Seite, was hat die noch zu bieten? Das hier, hier so ein Bauchtanz-Outfit. Nein, das möchte ich aber nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu orientalisch. Aber ich finde hier zum Beispiel diese Kette ganz schön. Ja. Was gibt es noch Tolles? Gehen wir mal zurück. Ich fand ja eigentlich dieses Kleid am Anfang ganz schön. Das hier ist auch nicht schlecht. Oder das hier. Aber das ist nicht so orientalisch. Ich will es schon ein bisschen orientalisch, aber nicht zu orientalisch. Also ich nehme das hier jetzt. So, was nehmen wir da für Schuhe? Die hier. Die sind doch gut. Da haben wir hier noch so ein... Ja, das sieht doch toll aus hier an der Seite, oder? Was meint ihr? Wir brauchen jetzt nur noch andere Schuhe. Also eine andere Farbe. Wir könnten mal pinke Schuhe nehmen. Wie verrückt wäre das denn? Was meint ihr? Ich hätte noch nie ein rosa oder pinkes Outfit. Aber ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Oder können wir das vielleicht schwarz machen und die Schleife pink? Ich glaube, das passt besser. Das ist zu dunkel. Oh, wir müssen nur noch den richtigen Farbton finden. Das hier ist es, ne? Ja, und jetzt machen wir das ja auch einfach noch schwarz, was weiß ist. Und schon sieht das Ganze ein bisschen orientalischer aus, oder? Was meint ihr? Ist jetzt nicht ganz so orientalisch, aber das ist jetzt, glaube ich, mein neuer Look. Lass ich das? Ja. Ja, okay, lass uns. Ich gucke nochmal kurz bei den Accessoires rein. Ob ich da vielleicht was übersehen habe? Nein, habe ich nicht. Okay, ja, das ist jetzt mein neuer Look. Das wird natürlich alles gekauft. Schön, dass mal wieder die Haare gefallen, die es nur für Diamonds zu kaufen gibt. Genauso wie dieses. Das entfernen wir. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich will nicht so viel Diamonds ausgeben. So, und ich kaufe das jetzt alles. Das ist jetzt mein neuer Look. Und das werde ich jetzt auch gleich mal als Look anlegen. Dazu muss ich natürlich auf mein Profil. Neuen Look schaffen, ja. Ich schaffe jetzt einen neuen Look von mir, da hängt ja noch die Hälfte dran vom Cosplay. Und noch das hier und da muss, glaube ich, auch, ja, genau. Die Hose muss auch mal weg. So, das ist jetzt ein richtiger Look. Ja, jetzt haben wir es. Okay, das ist mein Arabian Prom Look. Speichern. Den werde ich auch gleich tragen. Und dann werde ich ihn auch gleich runterladen für mspfans.de. Da könnt ihr ihn dann bewundern. Ja, ich lade das jetzt einfach mal hier rein. Und genau, das habe ich gemacht. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne herunterladen oder kaufen, je nachdem, was ihr alles damit machen möchtet. Ich habe einen neuen Look und weiter geht's in der Runde. Wen haben wir denn? Wir haben Caro, Hashtag 1. Die wollte auch eine, wollte auch eine FA. Und noch einen Look dazu. Da kann ich gleich weitermachen mit den Looks. Und danach gucke ich mal noch nach einer neuen Animation. Das wäre natürlich auch ganz cool. Und ein Status-Update brauche ich auch. Das passt jetzt natürlich alles nicht mehr zusammen. Ne? Muss immer passend sein. So. Dann ziehen wir dich mal aus, Caro.
Caro, Hashtag 1. Machen die Kratzer weg. Achtung, so schnell sind die Kratzer weg. Die verheilen jetzt ganz schnell, wenn ich sie... Ja, da sind sie. So, die Schuhe noch aus. Die sind schön. Da brauche ich gar nicht weiter zu gucken, die finde ich toll, weil das ist ja so ein bisschen dunkler, das ist so, ja, so ein bisschen strähnig. Finde ich ganz schön. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Was ist das hier? Das kenne ich auch noch nicht. Oder wir können auch mal wieder hier so einen College-Look machen. Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne? Was gibt es hier noch Tolles? So ein gestreiftes, das wäre natürlich auch ganz süß. Ach ja, nehmen wir doch mal ein gestreiftes Oberteil, das habe ich so selten. Passend natürlich zum Stripey. Oh, nein, das passt natürlich nicht. Also ist mir ein bisschen zu viel gestreift. Passen wird schon, aber das ist mir ein bisschen too much, wie man so schön sagt. Und was nehmen wir denn für eine Hose? Wir könnten eigentlich die hier nehmen, finde ich. Diese bisschen gräuliche. Das kann man gut dazu tragen. Und Schuhe, nehmen wir die weißen Chucks. Machen wir so ein bisschen so einen maritimen Look. Und was haben wir hier noch Schönes? Vielleicht eine Kette noch oder irgendein Accessoire oder einen Rucksack. Den hattest du ja davor auch. Den finde ich, der passt auch. Den lassen wir mal, ja. Haben wir noch was Tolles für dich? Wir könnten ja noch eine Augenklappe machen. Nein, das machen wir nicht. Aber apropos Augenklappe, ne? Oder doch, machen wir. Pass auf. Das mache ich jetzt einfach. Das ist jetzt mein Monkey Bay Look. Denn ihr habt die Aufgabe bis nächsten Donnerstag. Und zwar, wenn das neue Thema rauskommt. Ja, bis dahin, also bis zum 14.05. unter das Monkey Bay Let's Play zu schreiben, das zweite, 002, mit dem Titel, was hat das nochmal für einen Titel? Meine erste Schatzkiste, genau, ich habe meine erste Schatzkiste gefunden. Und da schreibt ihr bitte mal unter das YouTube-Video, wie euch das neue Thema hier gefällt, also Arabian Night und Arabian Prom. Und natürlich euren MSP-Namen und euren Wunsch. Ja. So, macht das mal bitte. Ich verpacke das wie immer in die, wie immer in die Videobeschreibung und auch in die Anmerkung von diesem Video und auch natürlich in die Infokarte. So, wir haben einen Look für Caro Hashtag 1 gemacht. Jetzt schauen wir mal, was es für neue Items gibt. Da gibt es ja meistens nicht so viel, da ist ja meistens immer nur eine Seite, ne? Aber ist trotzdem cool, finde ich. Oh, wir könnten vielleicht das hier nehmen, oder? Was meint ihr? Ach nein. Aber das ist jetzt gar nicht so meins. Also, oder ein Pferd. Ein Pferd? Oder die? Oh ja, hier, wir nehmen so eine Statue. Das ist doch cool, ja. Die mache ich jetzt auf meine Wunschliste. Den Rest will ich nicht. Ich möchte nur die Statue. Zack. Ich hoffe, die schenkt mir jemand. Was haben wir hier noch? Das sieht auch nicht schlecht aus, aber in Pink möchte ich das nicht haben. Ich hätte das gerne so ein bisschen dunkler gehabt. Aber gut. So, wir haben uns die Items angeschaut. Also ihr seht, es gibt wieder mal viel zu entdecken. Den Hintergrund können wir vielleicht auch mal anschauen. Was gibt's da? Das hier ist so, oh ja, das sieht auch, oh, toll, sehr schön. Gut, das haben wir erledigt und dann hatte ich ja gestern mein Special-Video, das kommt noch online, und zwar das für 20.000 YouTube-Abonnenten, da haben wir ja ein Let's Talk gemacht. Und da hat der Salitor sich eine Freundschaftsanfrage gewünscht. Er hatte meint, ich hätte das vergessen. Das tut mir natürlich leid, oh mein Gott, ich habe mit Fett Miri geskypt, genau, da schreibt das auch. Und von mir bekommst du jetzt auch eine Freundschaftsanfrage. Das geht natürlich nicht, dass ich das vergessen habe. Das tut mir wirklich leid. Und dann machen wir weiter. Wir haben noch jemanden von gestern und zwar ist das Minusfreak.herzchen. Ich werde jetzt nach und nach immer mal welche dran nehmen. Und hier ist sie. Und sie hat sich ebenfalls eine Freundschaftsanfrage gewünscht. Das mache ich doch. Genau. So, habe ich gemacht. Und jetzt werde ich mal nach neuen Animationen gucken. Was gibt es denn da schon? Da muss doch auch was Gutes dabei sein. So. Oh, was ist das hier? Ich tanze mit einer Frau. Okay, wahrscheinlich sollte ich hier eher den Mann nehmen, oder? Was meint ihr? Das kommt, ja. Entweder den, okay. Das heißt Dance of Dreams, ja. Was gibt's hier noch? Date Arrival. Nee. Was ist das? And tonight Prom Queen is you. Woohoo. Ja, das ist auch cool. Was gibt's hier noch? Ja, ein Photoshoot. Nee, wir nehmen mal das hier. Ja. Prom Queen Winner. Und das wird jetzt auch meine neue Animation werden. Also die denken sich ja immer coole Sachen aus, MSP, finde ich. Und dann schauen wir mal hier. Prom Queen Winner. Und dann schreibe ich jetzt natürlich... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, das ist jetzt durstig geworden. Hier. I'm... Sagt man das? I'm a Prom? I'm the... Ich glaube, das muss man dann groß schreiben, weil das ein Einwort ist, oder? Prom... Queen Winner. Yeah!
Okay, dann schauen wir noch nach einem passenden Smiley. Was können wir da machen? Hier, machen wir das da. Zack und gespeichert. Das ist mein neuer Status. I'm the Prom Queen Winner. Ja, da seht ihr mich. Und ich habe auch schon den Pokal in der Hand. Da kommen die Luftballons runter. So, toll. Dann schauen wir mal bei meinem Profil. Da habe ich nämlich 2 Shopping Awards, glaube ich, noch bekommen, wenn ich das richtig... Ja, und zwar 20 Tops kaufen. Da werde ich jetzt auch mal gleich Fame für absahnen. Und was habe ich noch gemacht? Achtung, 20 Accessoires gekauft. Ja, jetzt weiß ich das auch. Gut, 2 Awards gab es auch noch oben drauf. Jetzt haben wir natürlich noch jemanden. Und zwar ist das die Janine1810. Sie wollte ebenfalls eine FA. Ja, dies ist wieder von Monkey Bay, von dem Let's Play. Ja, und ein Wunschlistengeschenk. Schauen wir mal hier. Da gibt es dieses Kleid, das finde ich toll. Auf Anhieb, was anderes möchte ich nicht schenken. Und Engel Sarah 2005 mit Doppel-H wollte ebenfalls eine Freundschaftsanfrage. Ja. Und, okay, sie kann keine mehr annehmen. Das ist nicht mein Problem. Nein, aber ja, muss halt gucken. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich mache. Und Artbook. Artbook sollte ich mir anschauen. Chat-Fail hat sie gemeint. Dann schaue ich doch mal da rein. Lukas, wieso schreibst du nie zurück? Ich habe mein Handy irgendwo verloren und ich finde es nicht. Okay, hast du es jetzt gefunden? Kapiert ihr es? Ja. Okay, das ist ein sehr sinnvoller Chat. Ich laufe es mal. Nö, genau. Ja. Okay, gut. Sehr schönes Artbook. Freundschaftsanfrage hast du auch bekommen. Und ihr denkt bitte dran, bis nächste Woche, den 14.05. unter das aktuelle Monkey Bay 002 Let's Play zu kommentieren. Das geht heute um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal online mit dem Titel Meine erste Schatzkiste. Die habe ich nämlich dort gefunden. Und da schreibt doch mal einfach einen Comment drunter mit eurem MSP-Namen und euren Wunsch und wie euch das neue Thema Arabian Prom gefällt. Vielleicht auch mein neuer Look oder was auch immer ihr mir mitteilen möchtet. Und ich mache jetzt noch eine Runde Geschenke auf. Hier gibt es Pizza aus dem Naturpark und schicke Schuhe, Bounce Dots von Krümelkeks 2015. Vielen Dank dafür. Und ein Monster Madness Oberteil von Dagi et Timo. Und von Kushina Herzin, die hat mir diese Socks geschenkt. Vielen Dank. Und Diamond Chocker. Okay, das gibt es von Kushina Herzchen ebenfalls. Und ein Feuerkleid von Jessie4572. Vielen Dank. So, dann gehen wir nochmal zurück. Wen haben wir hier? Oktobriana hat mir Bananen geschenkt. Ja, das passt ja auch so mit Monkey Bait. Den kann ich gleich den Affen geben. An die Affen verfüttern. Vielen Dank dafür. Einen Luftballon gibt es von MSP YOLO LOL Sweet. Vielen Dank. Breezy Barn gibt es von Level 4. Und Pink Lady 11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 1